Herzlich willkommen zurück nach dem Mittagessen. Es geht weiter mit unserer Diskussion über neue Regeln für Internet-TV-Anbieter. Wie viel Lizenz muss noch sein für Angebote, die im Netz gestreamt werden? Oder wie viel Lizenz muss insgesamt noch sein? Wir werden erst einen Einführungsvortrag bekommen, und zwar von Professor Hubertus Gersdorf. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Universität Leipzig. Und ich darf Sie nach oben bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin ganz erstaunt und positiv überrascht, in welchem wunderbaren Ambiente ich hier vor Ihnen sprechen darf. Das inspiriert einen und trägt zur Innovation bei, und hier atmet man die Luft der Freiheit. Und da sind wir eigentlich auch gleich beim Thema. Wie viel Lizenz muss sein? Man müsste eigentlich sagen, wie viel Lizenz darf sein. Ich habe Sie heute zu konfrontieren mit ziemlich sperrigen Regeln, aber Frau Linz hatte in einem Telefonat, wir haben vor dem Termin miteinander kurz gesprochen, doch darum gebeten, dass ich auch Stellung beziehe. Also wie viel Lizenz nun tatsächlich sein darf, und ich möchte das kurz versuchen im Vorweg darzustellen. Meine Damen und Herren, wenn der Staat in die Rechte von Medien eingreift, dann unterliegt er einer besonderen Rechtfertigung. Es bedarf eines besonderen rechtfertigen Grundes, wenn er noch weiterhin an der Lizenz festhält. Bislang, jahrzehntelang, haben wir die Lizenznotwendigkeit unter dem Gesichtspunkt der Vielfaltsicherung als erforderlich erachtet. Das Bundesverfassungsgericht hat vor langer, langer Zeit, nämlich in 1981, das Erfordernis der Lizenz aufgestellt. Aber seitdem hat sich die Zeit rasant verändert. Der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Wilhelm hat vor 2 Wochen hier in Leipzig einen wunderbaren Vortrag gehalten und abermals auf den Strukturwandel der Massenkommunikation hingewiesen. Nicht wie in der Vergangenheit nur ganz wenige, sondern wir alle können nicht nur vom Grundrecht der Meinungsfreiheit, sondern auch vom Grundrecht der Rundfunkfreiheit Gebrauch machen. Muss vor diesem Hintergrund, dieses Paradigmenwechsels, nicht die gesamte Medienordnung mal radikal überdacht werden, gefragt werden, ob all diese Regelungen, die unter ganz anderen Bedingungen entwickelt worden sind, nämlich unter den Bedingungen, dass nur ganz wenige die Masse versorgen konnten und nicht alle an der Massenkommunikation teilnehmen konnten, ob diese Bedingungen überhaupt noch sinnvoll sind. Jetzt aber zu dem sperrigen Vortrag, meine Damen und Herren. Oh Gottes Willen, jetzt ist das viel zu schnell gegangen, meine Güte. Was ist hier passiert? Erstmal sollte eigentlich ein Vorhang aufgehen. Meine Güte. So, das ist erst einmal schon die Agenda. Die müsste jetzt eigentlich auftauchen. So, jetzt haben wir es endlich. Ich will ganz kurz, das muss man machen, in das europäische Recht, in das Unionsrecht führen. Fragen, ob wir für die Frage, ob es einer Lizenz bedarf, ob eine Lizenz auch nur legitim ist, haben wir irgendwelche unionsrechtliche Vorgaben? Dann möchte ich schnell auf das geltende Recht des Rundfunkstaatsvertrages eingehen und dann auf die Diskussion um die Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages. Sie sehen hier in Klammern gesetzt, der könnte in Zukunft vielleicht auch Medienstaatsvertrag heißen. Auch hier würde ich vielleicht mich mal in der Begrifflichkeit am europäischen Recht orientieren. Ich komme gleich dazu. Vielleicht sollen aus dem Medienstaatsvertrag vielleicht mal den Mediendienste-Staatsvertrag machen. Dann hatte man nämlich die Begrifflichkeiten des europäischen Rechts, und da werfen wir mal kurz einen Blick, wie wir vielleicht wissen, oder wenigstens Juristen, die sich Tag ein, Tag aus mit der Problematik beschäftigen, wissen wir,
dass das europäische Recht, übrigens auch das nationale Recht, differenziert zwischen den linear verbreiteten, also zur zeitgleichen Empfang bestimmten Dienste einerseits, sogenannten Fernsehdienste, und dann eben die nichtlinearen Abrufdienste. Für die nichtlinearen Abrufdienste sieht die eine Rechtsquelle die Richtlinie für die audiovisuelle Medieninhalte, die heißt AVOMD-Richtlinie, keine Lizenzpflicht vor. Es gibt überhaupt gar keine Regelung. Aber die E-Commerce-Richtlinie, die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, sagt deutlich, für nichtlineare Mediendienste gibt es den Grundsatz der Zulassungsfreiheit, übrigens auch der Anmeldefreiheit. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Was sagt das europäische Recht nun zu den linearen Anbietern? Und das ist im Kern unser Thema. Da sehen Sie, da gibt es keine Regelung im Unionsrecht. Das Unionsrecht gibt aber den Mitgliedstaaten die Möglichkeiten, strengere als in der Richtlinie selbst vorgesehene Regeln aufzustellen. Sie sehen das Fazit, Lizenzpflicht ist nach Unionsrecht nicht zwingend vorgeschrieben, aber grundsätzlich zulässig. Werfen wir den Blick in das geltende Recht, den Rundfunkstaatsvertrag. Der Rundfunkstaatsvertrag differenziert wie das europäische Recht zwischen dem Rundfunk, dem linearen Rundfunk einerseits und den sogenannten Telemedien. Wichtig für unseren Kontext ist, dass der Rundfunk seit jeher zulassungspflichtig ist, während die Telemedien eben wie vom europäischen Recht auch gefordert, Zulassung und auch Anmelde frei sind. Stellt sich dann die Frage, wenn man mit neuen Diensten auf den Markt tritt, ist das nun Rundfunk oder ist es ein Telemedium? Deswegen will ich Ihnen ganz kurz die Voraussetzung für den Rundfunkbegriff darstellen. Es müsste sich erstmal um audiovisuelle oder auch Audioinhalte handeln, also Hörfunkangebote oder eben Bewegtbildangebote. Das ist Voraussetzung für den Rundfunkbegriff. Textangebote beispielsweise unterfallen selbstverständlich nicht dem Rundfunkbegriff. Dann muss dieser Dienst an die Allgemeinheit gerichtet werden und dann noch über Telekommunikation, so heißt das jetzt in Zukunft richtigerweise und nicht mehr so antiquiert unter Benutzung elektromagnetischer Wellen, muss der Transport erfolgen. Dann wichtig, die Abgrenzung zu den nichtlinearen Diensten besteht eben in der Linearität, zeitgleicher Empfang ist das Kennzeichnende für den Rundfunk. Und jetzt kommen noch Eingrenzungen, die allerdings sehr wichtig sind. Das war nicht immer so, aber ist seit geraumer Zeit so. Nicht eine linear ausgestrahlte Sendung erfüllt schon den Rundfunkbegriff. Das könnte beispielsweise wichtig sein bei der Frage, ob The Zone, ein wichtiger und sehr innovativer Dienst für Fußballbegeisterte, eine Pflichtabo, könnte ich schon fast sagen, ob so ein Dienst überhaupt ein lineares Programm anbietet. Die streamen zwar, zeitgleicher Empfang ist gewährleistet, aber ob die einzelnen Sendungen wirklich sich zu einem Programm zusammenfügen lassen, das gilt es im Einzelnen zu prüfen. Sie haben gleichwohl sicherheitshalber eine Lizenz beantragt. In den UK hatten Sie sie, aber jetzt sind Sie nach Deutschland gegangen. Ich beglückwünsche die Medienanstalt in Berlin-Brandenburg. Ich glaube, die haben die Lizenz vergeben dürfen. Ja, ob es eine Lizenz überhaupt erforderlich war, kann man mal dahingestellt lassen. Dann müssen diese Angebote redaktionell gestaltet sein. Das steht in einer sogenannten Bagatell-Rundfunkklausel des Rundfunkstaatsvertrages. Und jetzt kommt so eine kleine Einschränkung. Nicht mehr als 500 User. Also der Dienst darf, wenn er als nicht auf mehr als 500 User gerichtet ist, dann ist es nicht Rundfunk. Ja, aber das ist auch eine archaische Vorstellung. Also welcher Dienst, der einigermaßen professionell im Internet verbreitet wird, richtet sich an weniger als 500 User, kaum einer. Rechtsfolge, wenn ein Dienst Rundfunk ist, dann bedarf er der Lizenzpflicht und, das ist wichtig, ist auch nach der Lizenzierung nach dem für den Rundfunkbereich geltenden strengen Anforderungen zu regulieren. Wenn er hingegen nicht Rundfunk ist, dann ist keine Lizenzpflicht erforderlich, dann ist es nämlich ein Telemedium, das, wie schon gesagt, lizenzfrei auf Sendung gehen kann und, das ist dann ganz wichtig,
gilt für die Ex-Post-Regulierung, also nachträgliche Regulierung, nicht das strenge Rundfunkregime, sondern das deutlich liberalere Recht der Telemedien. Wir haben seit jeher hiervon eine Ausnahme. Es gibt Rundfunk, der gleichwohl freigestellt ist von der Lizenzpflicht, nämlich das ist der Internethörfunk. Da gibt es jetzt erstmal Betonung, erstmal muss es sich nur um Hörfunk handeln und zweitens ausschließlich im Internet verbreiteter Hörfunk. Wenn also ein Hörfunksender sowohl terrestrisch verbreitet wird als auch im Internet, gilt weiterhin die Lizenzpflicht. Aber wenn ein Sender ausschließlich im Internet verbreitet, soll er lizenzfrei sein. Es gilt dann nur die Anzeigepflicht. Aber, und das ist interessant und wir kommen darauf zurück, für die Regulierung gilt dann, obwohl es, weil es ein Rundfunkdienst ist, der zwar von der Lizenzpflicht freigestellt ist, gleichwohl die Regulierung, die Ex-Post-Regulierung nach den strengen Regeln des für Rundfunk geltenden Rundfunkstaatsvertrages. Was macht nun der Rundfunkstaatsvertrag-Entwurf bzw. Medien, bzw. besser Mediendienst-Staatsvertrag Entwurf? Streicht erstmal diese Bagatellklausel im Rundfunkstaatsvertrag. Sie sehen, das alles, was da bislang drin steht, wird gestrichen und der Bagatellrundfunk wird überführt in das Zulassungsregime des Rundfunkstaatsvertrages. Und hier gibt es jetzt einige Liberalisierungen, ich werde aber gleich noch sagen, es gibt auch eine Verschärfung, ob die in der Praxis so wichtig ist, wird sich zeigen. Aber erstmal die Liberalisierung, man sagt nicht alles das, was linear verbreitet ist und auch die Züge eines Programms trägt, ist zulassungspflichtig, sondern Dienste, die nur eine geringere Bedeutung haben, sollen von der Zulassung befreit sein. Also zum Beispiel eben aufgrund geringer journalistisch-redaktioneller Gestaltung. Da denkt man vor allem an die Player, also die Spieler. Das ist ja einer der Ausgangsfälle gewesen. PietSmiet und sonstige Angebote machen nichts anderes als im Internet zu spielen, das aber live an die Community zu übertragen. Das ist wenig redaktionell gestaltet und in Zukunft könnte das dann an dieser Voraussetzung scheitern. Es gibt auch noch weitere Voraussetzungen, nämlich, dass die Einbindung in das Programm also nicht von Dauer ist. Ja, das könnte für The Zone zum Beispiel oder für andere Formate von Bedeutung sein. Wird alles im Einzelnen zu prüfen sein. Jetzt sehen Sie aber, die Aufgreifschwellen werden deutlich angehoben. Von 500 geht man auf 5000 Nutzer. Und das ist doppelt abgesichert. Also einmal muss der Dienst rein technisch so ausgelegt sein, dass er geeignet ist, von 5000 Menschen empfangen zu werden. Und dann muss auch dieser Dienst tatsächlich 20.000 Zuschauer im Monat erreichen. Ja, das ist die tatsächliche Reichweite und das andere ist eher nur die technische Reichweite. Aber ich verspreche Ihnen, alle Leute, die professionell im Internet unterwegs sind, bedienen sich ohnehin Content Delivery Networks, also solcher Systeme, die deutlich mehr als 5000 erreichen. Was sich da der Rundfunkstaatsvertrag-Gesetzgeber so denkt, dass ob das wirklich zu einer richtigen Liberalisierung kommt, das weiß ich nicht. Kurz abschließen, na, das war jetzt doch viel zu schnell mal wieder. Meine Güte, so, das ist ja ein bisschen beweglich. So, und gibt es noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung? Also wenn unklar ist, ob man diese Voraussetzung erfüllt, kann der entsprechende Player sich an die Medienanstalt wenden und einen Antrag auf Unbedenklichkeit stellen. Darüber hinaus gibt es noch eine Zulassungsfunktion, wenn die Fiktion, wenn die Medienanstalt innerhalb von 2 Monaten bei einem gestellten Antrag entscheidet, dann gibt es eine Fiktion, nämlich die Zulassungsfiktion. Fazit, meine Damen und Herren, dass der Rundfunkstaatsvertragentwurf führt zu einer Lockerung und Verschärfung. Erst einmal hält er an der Lizenzpflicht fest. Ja, darüber muss ganz grundsätzlich diskutiert werden, mit Blick darauf, dass die Schutzgründe, die eine Lizenzierung rechtfertigen, kaum noch erkennbar sind, aber darüber kann gleich das Podium einzeln diskutieren. Eine Lockerung erfolgt klar im Hinblick auf die Lizenzpflicht, aber nur im Hinblick auf die Lizenzpflicht. Man geht von 500 auf
auf 5.000. Aber ob das nur eine richtige Liberalisierung ist, wie schon gesagt, die Netzwerktechnik ist deutlich weiter und garantiert, wenigstens wenn sie professionell aufbereitet ist, deutlich mehr als 5.000 Nutzer. Eine Verschärfung gibt es aber nach dem Entwurf für die Ex-Post-Regulierung. Denn alle Dienste, das mag heute keine Bedeutung mehr haben, die eben unterhalb von 500 potenziellen Nutzer lagen, die sind nach derzeitigem Recht als Telemedium einzustufen, mit der Folge, dass es erstens zulassungsfrei ist und auch für die Ex-Post-Regulierung ausschließlich die für die Telemedien geltenden Vorschriften gelten. Der Rundfunkstaatsvertrag sagt zwar weiterhin, jetzt, ihr sollt zulassungsfrei sein, aber durch die Überführung der Bagatellklausel in das Zulassungsregime hat dies zur Folge, dass vielleicht auch durch die Hintertür jetzt das, was bislang als Telemedium reguliert wurde, für die Ex-Post-Regulierung als Rundfunk gilt. Ich habe hier ganz bewusst runtergeschrieben, Redaktionsversehen oder ist das mit Bedacht erfolgt? Ich kann mir vorstellen, dass Herr Becker vielleicht doch nochmal den Weg in die Staatskanzlei nach Wiesbaden aufsuchen sollte und für Klarheit sorgen sollte. Insgesamt wünschte man mir mehr Freiheitlichkeit bei der Regulierung. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Hubertus Gersdorf. Ich darf meine Diskutantinnen schon nach oben bitten und dann legen wir gleich los. Haben dann auch noch 50 Minuten zu diskutieren, also vielleicht werden wir ein, zwei Minuten. Wollen wir doch noch einen Stuhl? Nee, hier ist einer. Der ist für Sie, genau. So, ja, wir haben schon gehört, die Komplexität der ganzen Angelegenheit war ja nicht zu übersehen und wir versuchen das jetzt ein bisschen runterzubrechen und eine Position zu erarbeiten, wie das weitergehen kann mit den Lizenzen, ob sie vielleicht sogar verzichtbar sind oder ob man nicht insgesamt, wie Herr Gersdorf ja auch schon angeregt hat, eine neue Form der Regulierung finden sollte. Und ich stelle Ihnen erstmal meine Diskutantinnen vor. Karin Chardon, Entschuldigung. Sie ist Leiterin Medienpolitik, Medienrecht im Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie und Geschäftsführerin der deutschen TV-Plattform. Herzlich willkommen. Dann Joachim Becker, Direktor der Hessischen Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen. Statt Annette Kümmel ist Heiko Züskir. Ich habe eben noch mal nach Ihrer genauen Berufsbezeichnung geschaut, aber die ist so lang, darum überlasse ich Ihnen das jetzt selber, sich vorzustellen. Von ProSiebenSat.1 Media, ist klar. Und Ihre Position dort ist? Ich mache irgendwas mit Medienpolitik. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Außerdem hier bei uns auf dem Panel Arno Heinisch, er ist Geschäftsführer des Livestream-Kanals Rocket Beans und last but not least René Falkner, er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lokalfernsehen. Herzlich willkommen. Herr Becker, wann hatten Sie zuletzt ein Programmangebot zu lizenzieren, wo Sie dachten, muss das jetzt noch sein? Also bei uns direkt bei der Medienanstalt ist es noch gar nicht so lange her. Also wir haben diskutiert und das findet sehr häufig statt, momentan in allen Bundesländern, über die linearen Angebote der Bundesliga-Vereine. Also wir haben zuletzt den Stream von Eintracht Frankfurt lizenziert. Bayern TV gibt es schon länger, von der BLM lizenziert. Und so gibt es zahlreiche andere Angebote, Leverkusen, Dortmund, Bremen, die jeweils von den jeweiligen zuständigen Landesmedienanstalten Lizenz erhalten haben, weil sie eben lineare Angebote verbreiten auf ihren Homepages. Und die machen das auch ganz freiwillig? Kommt zu Ihnen? Also ja, wir haben natürlich auch festgestellt in den vergangenen Jahren, dass eben mehrere lineare Angebote eben nicht mal nur eine Übertragung einer Pressekonferenz ins Netz gestellt wird, nicht nur, sondern live übertragen wird, sondern schon regelmäßig berichtet wird, eben auch live gestreamt wird und dann findet es entweder über eine direkte Ansprache statt und natürlich auch
es ist ja keine neue Diskussion, die wir führen. Also ich habe jetzt gerade vor dem Panel nochmal überlegt, seit wann diskutieren wir das eigentlich? Also seit mindestens 5 Jahren und etwas verschärft, etwas intensiver seit 3 Jahren. Und natürlich bleibt diese Diskussion in der Öffentlichkeit ja nicht unbekannt und von daher kommen auch einzelne Anbieter direkt auf uns zu. Die Community hat es mittlerweile registriert, dass darüber diskutiert wird und die fragen dann natürlich auch. Die fragen über unsere gemeinsame Geschäftsstelle in Berlin nach, aber auch direkt bei den jeweiligen Landesmedienanstalten. Fallen wir eigentlich unter die Lizenzpflicht oder ist das, was wir jetzt hier machen, noch nicht von der Lizenzpflicht gedeckt? Und die Reaktionen sind ja unterschiedlich. Manche verzichten ja dann zum Beispiel, weil das wahrscheinlich zu kompliziert ist. Das war beispielsweise der eben angesprochene Fall von Pete Smith, was ich auch ausgesprochen bedauert habe. Also es hilft uns überhaupt nicht, auf den Livestream zu verzichten, ja? Also entweder einzustellen oder überhaupt nicht mehr anzubieten, sondern wir sind da dort in ein konstruktives auch Gespräch, insbesondere mit den Let's Playern, aber auch mit den Influencern getreten. Andere wiederum, Gronkh in Hamburg, hat einen Antrag gestellt, hat auch eine entsprechende Zulassung erhalten, aber es sind schon einige, auch gerade der Let's Player, die da sehr zurückhaltend waren. Aber auch dort sind Lizenzen erteilt worden, in dem Zusammenhang auch ganz neue Formen von Lizenzen sind erteilt worden. Und also richtig, also mit Gronkh hat es eine Diskussion gegeben, die ging ja auch durch die Presse, aber die überwiegende Anzahl der Fälle läuft eigentlich relativ unproblematisch. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Es war anfangs etwas unruhiger, würde ich mal so sagen, ist mittlerweile kein Problem mehr. Weil viele doch auch gedacht haben, es ist eine Kostenfrage, häufig sind Startups gewesen, die einfach gesagt haben, Menschenskind, das kostet eigentlich verdammt viel Geld und ihr wollt ja nur Lizenzgebühren kassieren und bis wir denen das mal deutlich gemacht haben, nein, es ist keine regelmäßige License-Fee, sondern es ist eine einmalige Gebühr, die gezahlt wird. Wir haben unsere Kostensatzungen noch abgesenkt, also man kann da im Grunde genommen schon, das ist eine Rahmengebühr, die fängt bei 100 Euro an und wer 100 Euro nicht zahlen kann, der soll es dann auch lassen. Sie müssen sich ja auch ans Gesetz halten. Ne? So ist das, das genau. Kommt natürlich dazu. Und dann gibt es auch Player, die beantragen keine Lizenz und machen trotzdem weiter wie Bild. Die haben halt den langen Atem und die Kraft des Konzerns. Bild.de ist nun der prominenteste aktuelle Fall, den wir haben. Natürlich ist es so, auch Verlagshäuser sind natürlich momentan dabei, zunehmend seit längerer Zeit schon dabei, Bewegtbildangebote auf ihren Seiten und auf den entsprechenden Plattformen zu platzieren. Und sehr regelmäßig haben wir natürlich festgestellt, dass es eben auch bei Bild.de der Fall ist, Bild Daily, und es wird eigentlich jeden Tag bei Bild live gestreamt. Und die interne Prüfung bei der zuständigen Landesmedienanstalt, aber auch eben bei den zuständigen Organen der Landesmedienanstalt, der Zulassungs- und Aufsichtskommission, hat ergeben, das erfüllt den Rundfunkbegriff. Und die Kollegen haben den Springer Verlag aufgefordert, dann entsprechend einen Zulassungsantrag zu stellen. Und momentan ist das ja noch im gerichtlichen Verfahren. Genau. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Wir reden gleich über die Alternativen, aber vorher möchte ich noch Herrn Heinisch bitten, kurz das darzustellen, denn Sie haben sich ja auch lizenzieren lassen. Sie sind ganz zufrieden damit. Für Sie war das okay. Vielleicht sagen Sie kurz erst was zu Rocket Beans, also zu dem Kanal, den Sie betreiben. Ja, also wir sind ein linearer, interaktiver, community-getriebener 24-Stunden-Vollprogrammsender, sind aber gleichzeitig auch eine digitale Plattform. Also wir streamen über YouTube, wir streamen über Twitch, wir streamen über Satu, WaipoTV, Daily Me, TV Plus. Theoretisch könnten wir uns auch ins Kabelfernsehen einspeisen lassen, aber da sehen wir den Sinn nicht so ganz drin, eine sechsstellige Summe dafür aufzubringen, um auf Programmplatz 897 zu landen. Und wir haben im Januar 2015 unseren Sendebetrieb gestartet. Wir haben jetzt rund 100 festangestellte Mitarbeiter, die das Programm machen. Eine Morningshow, Late-Night-Show, Kinomagazin, Fußballmagazin, Bundesliga heißt das. Und sehr viele computerspielbezogene Inhalte. Und da frage ich mich, wenn Sie sagen, Sie haben es sehr bedauert, dass Pete Smith das nicht gemacht haben, wieso werden dann die Gesetze nicht angepasst? Das ist ja auch eben von Ihrem Vortrag vom Professor ganz klar dargestellt worden, dass die total antiquiert noch elektromagnetische Wellen beinhalten und so weiter und zig Jahrzehnte alt sind. Es geht ja nicht darum, dass Pete Smith eine Grundsatzentscheidung trifft und sagt, ich mach's nicht. Gronkh hat die Lizenz beantragt und hat gesagt, es bringt mir überhaupt nichts. Bei uns ist es was anderes. Wir verstehen uns als linearen Sender, Vollprogramm, wir sind im engen Kontakt mit den Landesmedienanstalten, haben einen sehr fruchtbaren und konstruktiven Austausch, aber meiner Meinung nach müsste man die Lizenzen
entweder total lockern, dass es sich der Zeit anpasst und dazu animiert, dass die Leute mit Sendungsbewusstsein senden können. So wird es doch eher nur verhindert. Und man muss denen doch diesen Freiraum gönnen, sich kreativ zu entfalten. Bestes Beispiel, Rezo vor 3 Tagen. Über 3 Millionen Klicks, wie er innerhalb von einer Stunde die CDU zerlegt und mit Quellen belegt. Und das ist ein junger Mann, der sich engagiert und Meinung äußert. Das ist doch großartig. Herr Zuske, Sie vertreten ja noch ein, ich sag mal, klassisches Unternehmen, das natürlich auch ins Netz diffundiert, ist ja klar. Aber Sie können ja vielleicht noch sagen, ich finde das ganz gut mit der Lizenz, weil es ist ja für uns alles Konkurrenz. Da gibt es vielleicht noch eine gewisse Regulierung und Kontrolle. Wie schätzen Sie das ein? Brauchen wir noch eine Lizenzierung im Internetzeitalter? Ja, also wir sind digital schon auch ein bisschen sozusagen unterwegs. Wir haben ja mit Studio 71 Deutschlands größte Multi-Channel-Plattform und drittgrößte weltweit, nebenbei gesagt. Also was sozusagen bei YouTube, was mit Influencern passiert, das ist für uns jetzt keine Nebenbei-Aktivität, das ist sozusagen Kerngeschäft. Also insofern gehe ich da natürlich auch ein Stück mit, dass wir natürlich immer noch in dieser, ja, durchaus antiquierten Welt leben. Das ist richtig so und ich fände es eigentlich zielführender, wenn wir mal mehr wieder auf die Schutzziele gucken und sagen, warum macht man das eigentlich? Warum hat man eigentlich irgendwann mal angefangen, dass jemand sagen möchte, wer er ist, was er ist und wo er herkommt, bevor er sozusagen damals einen alten Fernsehsender gründen durfte, der heute jetzt andere Angebote starten möchte. Das heißt, das ist ja nicht alles so zum Selbstzweck entstanden und weil man gerade irgendwie ein Formular rumliegen hatte, was ausgefüllt werden sollte. Das heißt, wenn wir auf die Schutzziele gehen, dann hat sich ja gar nicht so viel verändert, finde ich. Also auch heute kann man sagen, dass jemand, der Massen, das muss ja nicht unbedingt Millionen sein, das können ja auch schon ein paar Hunderttausend sein, erreicht, dass es da vielleicht ganz nett ist, wenn man weiß, wer ist diese Person letztendlich, wo wohnt die, was sind die Geldgeber, macht sie das sozusagen selber aus Hobbygründen oder steckt da irgendein Finanzier dahinter, der die ganze Meinungsäußerung auf einmal gar nicht mehr so wunderbar und vielfältig erscheinen lässt. Also bei diesen Schutzzielen, die dahinter stecken, glaube ich, da können wir alle sehr weit mitgehen. Wenn es dann aber sehr detailliert wird und man nachweisen muss, ja, was genau soll da gesendet werden, da würde ich sagen, ja, heute so, morgen so, das kann sich auch mal ändern, Programm, ob man dazu sozusagen wirtschaftlich in der Lage ist, sowas zu betreiben. Ja, ich kann mir ein iPhone leisten, das passt schon. Ne? Das sind ja alles sozusagen Vorgaben, die stammen aus den 1980er bis 1990er Jahren und hatten auch damals einen ganz einfachen Sinn, weil damals mussten sie ja zum Beispiel auf diese terrestrischen Sender gehen, um ihr richtiges Fernsehprogramm zu verbreiten. Das heißt, sie mussten auch zum Beispiel damals der Deutschen Post Geld dafür zahlen, für den Sendernetzbetrieb. Da wurden Investitionen getätigt, also wollte man auch wissen, ist das irgendein Hans Wurst, der eine komische Idee hat oder kann der sich diese Folgekosten überhaupt leisten für den dauerhaften Sendebetrieb? Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Genau, wenn man das quasi Stück für Stück mal durchgeht und sagt, sind diese Schutzziele heute noch aktuell und sind sie vielleicht in dieser Ausprägung noch aktuell oder kann man einfach anders priorisieren, kann man da mal einen Gang runterschalten? Man könnte auch fragen, kann man da nicht so ein bisschen mehr, sag ich mal, E-Government reinbringen? Das heißt, warum kann ich die Anmeldung für so eine Sache nicht über eine Website machen, wo mir gesagt wird, warum wird das gefragt, was steckt dahinter, welche Angaben muss ich machen, digitale Signatur drunter und fertig. Also das ist ja eine Sache, die könnte man auch in einer halben Stunde machen. Ob die dann 100 Euro überhaupt noch kosten muss oder 8,50 Euro, kann man auch alles drüber diskutieren, aber ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen entschlackt einfach und darauf reduziert, wo es auch heute noch haken kann und wo heute Probleme sind, dann kommen wir am Ende des Tages bei etwas raus, was, glaube ich, auch von Semi-Profis und Leuten, die es nur eigentlich erstmal als Hobby machen, gut zu handeln sein wird und wo es vermutlich auch ein viel stärkeres Eigenverständnis dafür gibt, warum ich diese Angaben eigentlich machen soll. Also für mich ist das perspektivisch eine Sache, das geht Richtung Anmeldepflicht. Genau, so Anzeige, ne? Qualifizierte Anzeige. Die dann halt, wie gesagt, auch durchaus entschlackt werden muss, wenn man halt gerade anfängt mit einem Channel irgendwo. Mhm. Herr Falkner, wie sehen Sie das? Sie vertreten die Lokalfernsehsender. Ist das ein Schutz vielleicht auch noch, so eine Lizenzpflicht?
Glaube ich nicht. Also man muss ja sagen, die Ausgangsposition für die Lizenzen war ja früher wirklich die Knappheit der Kanäle. Es gab terrestrische Lizenzen, es gab die analogen Kabellizenzen, die sind jetzt alle weggefallen. Wenn man heutzutage in Sachsen ein Fernsehprogramm aufmachen möchte und man möchte es digital einspeisen, man hat auch eine Genehmigung vom Kabelnetzbetreiber, muss ich die Lizenz meines Wissens kriegen komplett. Das heißt also, es gibt keine Knappheit mehr dieser Kanäle. Dieser Punkt ist absolut weggefallen und damit natürlich die Vielfaltsicherung, die man damit damals erreichen wollte, und ist nicht mehr so richtig gegeben. Ich möchte noch ein paar Aspekte dazu sagen, Thema live und nicht live. Also das heißt, wenn ich live mache, bin ich automatisch, nicht automatisch, aber in einigen Bereichen lizenzpflichtig, zeichne ich es auf, sende es 20 Minuten später, bin ich nach jetzigem Stand der Dinge, berichtigen Sie, wenn ich das falsch sage, nicht lizenzpflichtig. Manche Angebote funktionieren nicht live genauso gut und bringen riesige Reichweiten. Das heißt, wo grenze ich das Landesmedienanstalt ab und was ist dann, ab wann ist es lizenzpflichtig, was nicht? Das ist bis jetzt geregelt, aber die Frage ist, ist diese Abgrenzung nicht völlig willkürlich? Es gibt für die lokalen Sender inzwischen viele regionale Blogger, Anbieter, die Bewegtbild anbieten, zum Teil on demand, zum Teil auch mit einigen Experimenten auch live. Die sind nach jetzigen Standingen meistens nicht lizenzpflichtig oder so umgehens oder machen es nicht, je nachdem. Für die lokalen Sender ist es ein Problem, weil wir haben eine Lizenz und das heißt, wir haben Auflagen angefangen. Trennung, Werbung, gutes Beispiel in Sachsen ist gerade gewesen, politische Werbung. Jemand will politische Werbung schalten, kann es im Lokalfernsehen nicht, geht zu Facebook oder zu YouTube und gibt das Ganze aus. Und das Geld verliert der lokale Journalismus in dem Moment. Das heißt, die Lizenz hindert den lokalen Sender an Einnahmen in der Richtung. Anderes Beispiel ist regionale Werbung. Da bin ich mir ziemlich sicher, ob es noch aktuell ist, aber zumindest war es bis vor kurzem so, dass wenn man ein Lizenzgebiet hat, auch in Sachsen, konnte man im Bewegtbild nicht die Werbung aufteilen. Erstens, YouTube, Facebook und Co. machen uns vor, dass man Werbung fast schon straßengenau, zumindest postleitzahlengenau inzwischen schon schalten kann. Das kann der Lokale nicht, obwohl er vielleicht sogar technisch in der Lage ist, weil theoretisch gesehen ist die Lizenz da. Wir haben damals lange mit Sat.1 ProSieben, ich war auch damals bei euch in München und habe mit den Damen von der Vermarktung geredet über das regionale Splitting. Da muss ich sagen, hey, mit was für einem Unsinn hat sich damals die Medienpolitik beschäftigt? Ich finde das nach heutiger Sicht völlig Quatsch, dass wir das damals verboten haben, Sat.1 ProSieben, das aufzuteilen, weil das hat uns einfach überholt und ich glaube leider, dass, auch wenn ich die Lizenzierung nicht prinzipiell per se für schlecht finde, dass wir mit diesen Diskussionen, die wir jetzt hier führen, einfach überholt werden und gar nicht mehr aktuell sind. Und wenn ich es richtig höre, sehen Sie auch eine Ungleichbehandlung? Also es ist eine Ungleichbehandlung da. Wie gesagt, politische Werbung ist zwar, ich glaube, deutschlandweit einheitlich geregelt, aber wenn ich weiß zum Beispiel, konkretes Beispiel aus bestimmten Stadträten in verschiedenen Städten, da wird munter drauf los bei Facebook politische Werbung gemacht, auch außerhalb der Zeiten, wo man beim Lokalfernsehen oder beim Fernsehen allgemein politische Werbung machen darf, interessiert niemanden. Mhm. Und ich möchte die These aufstellen, das war ja damals so ein bisschen gemacht, um die Meinungsmacht zu reduzieren. Ich behaupte, Facebook hat heutzutage eine höhere Reichweite als jeder dieser Fernsehsender, die hier oben mitsitzen. Mhm. Und das heißt, ich möchte ganz provokativ sagen, ich habe noch keine Lösung, aber ich finde das, was wir jetzt machen, völlig veraltet. Frau Schadung, da müsste doch bei Ihnen auch sofort alle Glocken anspringen. Sie sind zwar nicht von diesem Lizierungsthema speziell betroffen, aber was die Regulierung, Ungleichbehandlung betrifft, ist natürlich ja auch ein Riesenthema für Ihren Verband. Ja, genau. Also zum einen vertrete ich in der Tat jetzt keine Anbieter von Inhalten und wäre deswegen jetzt von dieser spezifischen Diskussion gar nicht betroffen. Sie erinnert mich aber an das, was im Grunde genommen im Moment symptomatisch ist und meines Erachtens eben falsch läuft in dieser ganzen Novelle rund um den Rundfunkstaatsvertrag, wie es auch Herr Professor Gersdorf schön dargestellt hat. Es ist eigentlich ein Herumdoktorn an einem alten Werk. Und wir versuchen, Dinge zu übertragen, indem wir manche Stellen streichen, umverhängen und ja, sozusagen die Zeitgemäßigkeit versuchen noch zu übertragen und zu halten,
Aber es wäre, glaube ich, an der Zeit, in der Tat mal das Blatt völlig neu zu schreiben und sich zu überlegen, wie es auch Heike Züss gesagt hat, was sind eigentlich die Zielsetzungen, wo sind eigentlich sozusagen Sicherungsmaßnahmen zu gewährleisten und wie kann man die am besten erreichen. Also im Grunde genommen ist man ja angetreten vor, es gab ja diese Bund-Länder-Kommission schon zu Beginn der letzten Legislaturperiode, die sich also schon sehr frühzeitig beschäftigt hat mit der Tatsache, und das ist ein Fakt, den wir, glaube ich, alle unterschreiben werden, nämlich unsere Medienbranche verändert sich, sie verändert sich rasant, die Nutzung verändert sich, die Angebotsformen verändern sich, die Player verändern sich, also da ist jede Menge auf dem Tisch. Und eigentlich hat man ja auch gesagt, es ist Zeit für eine gewisse Deregulierung, also auch ne, für eine etwas Entschlackung. Und stattdessen versetzen wir Bausteine aufeinander wie die Lego-Klötzchen und es wird irgendwie immer komplizierter. Keiner versteht mehr eigentlich, wer es erfasst, wer bin ich, wer werde ich sein in Zukunft. Das betrifft uns zum Beispiel mit dem Thema der Medienplattform. Vielleicht können wir da später nochmal ein Wörtchen zu verlieren. Aber es hilft eigentlich nicht und in jedem Fall erreicht es auch keine Deregulierung. Ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, ist dieses schon von Ihnen angesprochene Level Playing Field, also eine Gleichbehandlung von gleichermaßen agierenden Akteuren und Playern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es muss hier eine Fairness herrschen und die sollte nicht dazu führen, dass Neueinsteiger auf ein entsprechendes Regulierungsniveau angehoben werden, wie wir es nun mal seit den 80er Jahren kennen, sondern es sollte vielleicht ein bisschen andersrum laufen und man sollte dann auch zum Beispiel auf die AVMD gucken, die ja vielleicht auch ein bisschen weniger Pflichten vorschreibt. Es ist ja schön, dass Deutschland dann immer Spielräume auswählt oder sich nimmt, um noch strenger zu regulieren, aber vielleicht kann man da auch einfach etwas abspecken und damit das Leben leichter machen und diese sehr dynamische Branche, die wir ja haben, mit den ganzen Veränderungen auch ein bisschen besser zu begleiten, realitätsnah und wirklich zukunftssicherer auch zu reglementieren. Wäre so meine Vorstellung. Genau, ich will noch mal weiter ein bisschen in der Wunde bohren für einen Moment. Herr Becker, würden Sie auch sogar sagen, dass es Vielfalt ausbremst, weil sozusagen Leute, die schnell agieren müssen, am Markt gar nicht richtig zum Zuge kommen, weil sie halt erst mal warten müssen, bis eine Lizenz da ist? Also was diese Dynamik im Markt und in der Branche insgesamt angeht, stimme ich dazu. Aber vielleicht lassen Sie mich noch mal zwei Bemerkungen machen zu dem, was jetzt gerade angesprochen worden ist. Das, was ich eingangs geschildert habe, ist im Grunde genommen eine Orientierung an der aktuellen Rechtslage. Medienanstalten sind nicht Politik, Medienanstalten sind Rechtsanwender. Das heißt also, wir müssen im Moment mit dem aktuell geltenden Staatsvertrag, so wie ihn Professor Gersdorf vorgestellt hat, umgehen. Deswegen kommen wir ja zu genau dieser Lizenzierungswelle, muss man auch schon fast sagen, insbesondere für die Angebote im Netz. Trotzdem kann ich das natürlich alles teilen, was hier angesprochen worden ist. Und die Medienanstalten haben ja im Verfolg der Diskussion um Pietsmietz, um Gronkh, es gab ja noch ein anderes schönes Beispiel, nämlich die Handball-Weltmeisterschaft im Januar 2017, die eben von einem Sponsor des Deutschen Handballbundes einfach auf die Homepage gestellt wurde, nachdem man sich nicht über die Lizenzrechte einigen konnte und es eben in keinem der großen deutschen nationalen Fernsehveranstalter diese damalige Handball-Weltmeisterschaft ausgestrahlt worden ist und das natürlich alles ohne Lizenz, wurde natürlich auch sofort beanstandet. Und das hat letzten Endes den Ausschlag auch dafür gegeben, dass wir gesagt haben, so kann es eigentlich auch nicht weitergehen. Und wir haben ja auch einen Vorschlag gemacht. Und zwar, ich habe erst gedacht, das wäre letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen. Nein, das ist schon 2016 gewesen, dass wir gegenüber den Ländern den Vorschlag gemacht haben. Zunächst mal nur für die Aktivitäten im Netz, ähnlich angelegt, so wie es Professor Gersdorf dargestellt hat, nach dem 20b des Rundfunkstaatsvertrags, der für Hörfunk gilt, dass eben generell für alle Bewegtbildangebote im Netz eine Anzeigepflicht vorzusehen, eine qualifizierte Anzeigepflicht. Das ist ein Vorschlag der Landesmedienanstalten. In dem weiteren Schritt haben wir gesagt, warum eigentlich nur im Netz? Und für die Angebote im Netz, das könnte eigentlich für alle Rundfunkangebote aus den zahlreich genannten Gründen, die eben gerade angesprochen worden sind, eigentlich brauchen wir keine Lizenz mehr im engeren Sinn. Und deswegen sind wir auch als Medienanstalten durchaus etwas enttäuscht, ich sage das ganz vorsichtig, etwas enttäuscht gewesen, als dieser neue Medienstaatsvertragsentwurf jetzt im Sommer letzten Jahres auf dem Tisch lag. Und wir haben auch sehr intensiv mit den Ländern darüber diskutiert. Diskussion ist noch nicht abgeschlossen und wir warten jetzt mal ab. Es steht ja, glaube ich, nächste oder übernächste Woche stehen ja noch entsprechende Sitzungen auch der Rundfunkkommission und dergleichen an. Vielleicht gibt es ja da noch ein paar Änderungen genau in diese Richtung. Und ich kann das durchaus teilen. Ja, also es ist natürlich so, die herkömmliche Zulassung hat eigentlich zwei Gestaltungselemente.
Nämlich einmal auf der einen Seite die Frage einer objektiven Prüfung, sachliche und persönliche Zulassungsvoraussetzungen. Da wird einfach nur geschaut, ist derjenige, der da Rundfunk veranstalten will, eigentlich zuverlässig. Und das andere und die andere Seite ist schlicht und ergreifend Mangelverwaltung gewesen, nämlich ein sogenannter Zuweisungsakt. Und das ist zusammengefallen. Und das brauche ich heute schlicht und ergreifend nicht mehr. Aber bei UKW zum Beispiel haben wir doch noch. Bei Hörfunk brauchen wir das noch, aber wir brauchen das nicht im Wege einer Zulassung. Sondern es reicht, wir haben ja ein ganz aktuelles Beispiel, Ausschreibung von DAB-Kapazitäten. Und dort hatten wir sogar einen Plattformbetrieb ausgeschrieben. Natürlich kann jeder, der auf diese Plattform will, als Veranstalter, muss zurzeit über eine Zulassung verfügen. Aber er braucht nicht die direkte Zuweisung. Also es gibt auch das sieht ja der derzeitige Staatsvertrag sogar schon vor, gerade für den Hörfunk, einen sogenannten gesonderten Zuweisungsakt. Und das kann man natürlich auch über solche, wenn noch technisch begrenzt Kapazitäten vergeben werden müssen, kann man das über einen Beauty-Contest, über eine direkte Zuweisung machen. Dazu brauche ich nicht das große Zulassungsverfahren. Also es gibt durchaus diese Möglichkeit und genau das haben wir eben auch vorgeschlagen den Ländern und ich hoffe, dass die Länder wenigstens ansatzweise noch darauf eingehen, weil das, was sie uns jetzt präsentieren, auch nachher in der Umsetzung, es wäre jetzt zu weit gegriffen, auf Details einzugehen, ja, mit Bagatellrundfunk und auch der Änderung des Rundfunkbegriffs ist auch noch nicht so, wie wir das uns vielleicht vorstellen. Aber das bringt eher Schwierigkeiten. Das hängt auch mit unseren Strukturen zusammen. Also eine Fiktion einer Zulassung ja innerhalb von 2 Monaten darüber zu entscheiden, ist bei der derzeitigen Struktur für die Lizenzierung bundesweiten Rundfunks praktisch nicht umsetzbar. Ja? Natürlich plädieren wir auch dafür, das möglichst schnell zu machen. Und gerade um diesen Geschwindigkeitsaspekt dort mit reinzubringen, ist das Beste eigentlich diese Anzeigepflicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Anzeige und der Zulassung? Ich kann zunächst mal anfangen und das ist ja genau das, was insbesondere die Influencer brauchen. Die haben eine Idee, technisch ist es überhaupt kein Problem mehr, das kostet auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel, die haben eine Idee und häufig ist es so, dass sehr zeitnah, manchmal sogar mit der Idee, der Akt der Ausstrahlung zusammenfällt. Wenn die dann erst auf ein Go der Medienanstalten warten müssen, das mindestens 2 bis 3 Monate dauert, dann ist das Ding tot. Dann kann man das im Grunde genommen vergessen. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt. Und da hilft auch der Vorschlag, der jetzt unterbreitet worden ist, überhaupt nicht weiter. Ja, also es ist im Grunde genommen nur so eine in anderer Form, auch diese Bagatellrundfunk-Geschichte hilft nicht wirklich weiter, denn anfangen können Sie damit auch nicht insofern. Danke. Das klingt alles total logisch und wir sind uns ja weitgehend hier auch einig. Was ist jetzt das zentrale Argument der Politik, es nicht zu wollen? Also richtig erschlossen hat sich mir das auch nicht. Also es gibt so 2 Überlegungen, die aber hängen wohl an dem klassischen Rundfunk, die meiner Meinung nach aber auch nicht tragen. Es gibt ja nach wie vor noch bei den beiden großen Senderfamilien, Heiko Züst weiß, wovon ich rede, Auflagenprogramme, also beispielsweise Drittsendezeiten und Regionalfenster. Und man wollte natürlich die Drittsendezeitanbieter und die Regionalfensteranbieter über Zulassungen absichern. Ich glaube aber, dass wir das nicht unbedingt brauchen, denn auch hier kann man sich ein Zuweisungsverfahren durchaus vorstellen. Also dergestalt, ähnlich wie das bei einer Zuweisung von einer Frequenz möglich ist. Man schreibt statt einer Frequenz eine Sendezeit aus. Wenn es um Regionalfenster geht, schreibt man 1/2 Stunde Sendezeit aus bei einem der großen nationalen Fernsehveranstalter. Dann können sich alle möglichen drauf bewerben. Die haben schon eine Zulassung. Die haben im Grunde genommen einen Medienführerschein. Ja, nichts anderes brauchen sie ja, haben einen Medienführerschein, bewerben sich um die ausgeschriebene Sendezeit und der Beste im Wege eines Beauty-Contests kriegt diese Sendezeit. Deswegen brauche ich nicht unbedingt diese Zulassung. Es würde dann auch für den Drittsendezeitanbieter und für den Regionalfensterveranstalter auch die Anzeige ausreichen. Dennoch hängen ja an solchen Lizenzen, zumindest bei den großen Sendern, auch gewisse Privilegien oder gewisse Vorstellungen. Ich sag mal, diese Diskussion über must be found oder must be geordert werden bei der Programmsuche. Was ist denn dann mit solchen Dingen, mit solchen Privilegien, die ja da noch da sind? Da fragen Sie jetzt eigentlich den Falschen, weil zumindest wir halten jetzt von der strikten Durchregulierung im Sinne von must be found nicht allzu viel.
Also erstmal, wer jetzt ProSieben nicht founded, der braucht der vielleicht eine Brille. Must Be Carrie kommt ja da zuvor, ne? Bitte? Must Be Carrie kommt ja noch zuvor. Ja, auch Must Carry stammt ja aus einer Situation, wo ich ein analoges Kabelnetz hatte vor 30 Jahren mit 30 definierten analogen Plätzen. Und das war dann schon entscheidend. Da sind wir wieder bei diesem Argument der Knappheit. Und Knappheit ist halt immer auch ein tatsächliches Argument für Regulierung. Diese Knappheit sehen wir jetzt auch natürlich weder im digitalen Kabel noch erst recht natürlich nicht, wenn wir über Streaming, über Plattformen reden. Also das braucht es aus unserer Sicht nicht wirklich. Also insofern ist es für uns, und ich bin da jetzt auch bei Herrn Becker, man kann es sozusagen so ein bisschen anfangen zu analysieren, warum schneidet man diese Zöpfe nicht einfach ab? So einen richtig zündenden Geheimgedanken habe ich da auch nicht, warum man da immer noch dran hängt. Vielleicht einfach aus dem Grund, das war doch schon immer so und immer haben wir doch eigentlich immer nur so ein bisschen angepasst und das kann doch jetzt nicht sein, dass wir auf einmal einen harten Schnitt machen sollten, auch wenn es die Realität erfordern würde. Im Endeffekt müssten wir das alle zusammen mal die Politik fragen, weil das ist ja schon fast erstaunlich, dass die Anwender des Rechts und die sozusagen reguliert werden, sich über sozusagen Rechte und Pflichten eigentlich überraschend einig sind. Also nicht im Sinne von, wir wollen rechtsfreien Raum schaffen, sondern wir wollen einen entschlackten Raum schaffen, in dem es Rechte und Pflichten gibt. Also wenn da jetzt schon der Konsens besteht, ist es natürlich schon auch verwunderlich, dass die Politik das nicht zum Anlass nimmt, dementsprechend zu reagieren. Weil man kann ja unserer Aufsicht, wenn man böswillig ist, viel vorwerfen, wenn der Tag lang ist aus der Historie. Aber ich meine, mehr Ahnung von der Materie und mehr Ahnung, weil sie es ja anwenden müssen, gibt es ja schon nicht. Also insofern, wenn man uns nicht glaubt, warum denn nicht denen? Also ich sehe es auch ein bisschen fassungslos, dass wir immer noch sozusagen in dieser, sag ich mal, ja, Röhrenfernseher-Regulierung verhaftet sind. Aber vielleicht fehlt es da einfach auch mal an einem starken Impuls, dass da wirklich mal der Zopf abgeschnitten wird. Ich wollte nur noch ergänzen, wir reden von Must Be Found, wenn bei manchen Sendungen auch der Öffentlich-Rechtlichen die Reichweite der Mediatheken größer ist als das, was im TV-Programm läuft. Das heißt, welche Relevanz hat mittelfristig jetzt schon noch, aber in 5 Jahren, welche Relevanz wird das Kabel noch haben? Da wird es um Medienmarken gehen, da wird es um Verbreitung im Netz gehen und nicht mehr nur um Kabelnetze. Und da würde ich sagen, deshalb, wie vorhin schon gesagt wurde, weißes Blatt, neu anfangen, neu das ganze Ding stricken. Und by the way, meine Frage, haben die zuständigen Landesmedienanstalten für diesen Livestream hier eine Lizenz heute beantragt? Ich glaube, es gibt Herr gar keinen Livestream. Ist nur einmalig, wobei es einmal im Jahr ist, die Regelmäßigkeit, aber egal. Ja, ist okay. Vereine müssen nicht Lizenzen beantragen. Gut. Vielleicht können Sie. Lächelt auch nur, aber egal. Nein, also ich finde das eine berechtigte Frage. Natürlich werden unglaublich viele Veranstaltungen regelmäßig gestreamt, aber eben auch nicht wiederum so häufig und so regelmäßig, dass sie die Rundfunklizenzpflicht auslösen. Ja? Also wenn ich einmal im Jahr einen Stream mache, dann ist das sicherlich, löst das noch nicht die Lizenzpflicht aus. Ich will allerdings auch sagen, also das ist auch nichts Neues. Also wir haben in den 90er Jahren sehr intensiv darüber diskutiert, beispielsweise ein wöchentlich einmal ausgestrahlter Gottesdienst einer Religionsgemeinschaft, ob das Rundfunk ist. Und da haben wir gesagt, ja, das ist Rundfunk. Ja, also das wurde über einen Satelliten ausgestrahlt. Die haben einen Satellitenkanal, haben Lizenz dafür gekriegt, dass sie einmal am Sonntag einen Gottesdienst von einer Stunde übertragen haben. Eine ganz kleine Anmerkung vielleicht noch, oder vielleicht zwei Anmerkungen auch zu dem Vortrag von Professor Gersdorf, weil ich nicht das so richtig rausgehört habe. Es kommt übrigens nicht darauf an, ob ein Rundfunkprogramm gestaltet wird oder schlicht und ergreifend nur ein Beitrag oder eine Sendung regelmäßig gemacht wird. Lizenzpflichtig ist Rundfunk nach dem 20, nicht ein Rundfunkprogramm. Ein Rundfunkprogramm ohnehin, aber es ist bereits viel, viel weniger lizenzpflichtig. Das habe ich mich sowieso gefragt, was der Unterschied zwischen einem Sendeplan und einem Programm ist. Das machen wir jetzt. Das ist ein saukompliziertes Thema, worüber gerade auch das Gericht in Berlin in der Bildfrage nämlich entscheidet.
Und das Verwaltungsgericht und das OVG in Berlin sogar gesagt, das können wir im Eilverfahren nicht entscheiden, das ist eine so schwierige Frage. Viele sagen ja auch häufig, ein Sendeplan, ja, das setzt ein Programmschema voraus. Nee, ist überhaupt nicht so. Ein Sendeplan reicht im Grunde genommen schon aus, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt ankündige, über Facebook, über soziale Netzwerke, jetzt strahle ich was linear aus zum gleichzeitigen Empfang. Dann habe ich schon im Grunde genommen einen Beitrag oder eine Sendung angekündigt und damit ist der Sendeplan. Also es ist im Grunde genommen die entsprechende Ankündigung reicht schon aus dafür, dass es die Rundfunkeigenschaft gegeben ist. Und wenn das häufig und regelmäßig und aus aktuellem Anlass und was weiß ich, also alles das, was im Grunde genommen auch das Gericht schon in dem Bildfall durchaus zutreffend angesehen hat, alles das, wenn alle diese Voraussetzungen vorliegen, dann haben wir eben schon die Rundfunkeigenschaft und dann haben wir eigentlich schon die Lizenzpflicht nach derzeitigem Recht. Und genau deswegen haben wir eben auch gesagt, das macht eigentlich alles so gar keinen Sinn mehr. Okay, dann sind wir uns ja alle einig. Blatt Papier völlig neu der Zeit anpassen und neu aufsetzen. Aber es kann doch nicht sein, dass seit 5 Jahren diese Debatte herrscht, dass seit 2017 sie richtig losgeläutet worden ist, als die als Kronk und Pete Smith und Konsorten angefragt worden sind, beziehungsweise denen eine Frist gesetzt worden ist, dass sie diese Lizenz brauchen. Dadurch ist ja diese Debatte erst hochgekocht und die Lösung haben wir jetzt sowohl im Vortrag gehört und Sie haben sie auch schon gesagt. Anzeigenpflicht wie bei Internetradiosendern. Zack, Fall geklärt. Und das wollte ich, bis wir das Blatt Papier neu beschreiben, das dauert auch nochmal 5 Jahre oder 10 Jahre, wenn das der Entwurf ist, das ist die Überarbeitung gewesen von dem alten Rundfunkstatus. Das ist doch ein Armutszeugnis, das kann doch wirklich nicht sein. Frau Chalon, für Sie ist das ein Beispiel. Eine Sache noch, es gibt die Werberichtlinien, da müssen vor allem die Influencer drauf aufpassen, dass sie die auch einhalten und es gibt das Jugendschutzgesetz. Dass das die Regeln sind, mit denen alle, an die sich alle halten müssen, ist ja gesetzt. Für Sie ist das ein Zeichen, also ein Teil einer Überregulierung, die wir sowieso ohnehin haben. Was ist denn aus Ihrer Sicht noch überreguliert? Ja, also ich denke, diese TV-Lizenzgeschichte ist die Spitze des Eisbergs, aber es geht halt da erst los und es geht unendlich weiter. Sie sprachen jetzt von Must Carry and Must Be Found. Must Carry haben wir immer gehabt, soll beibehalten werden, braucht keiner mehr, es gibt keine Kapazitätsengpässe, ist eigentlich obsolet. Must Be Found, tolle neue Idee. Natürlich ist Auffindbarkeit ein Thema für Inhalte, das ist unbestritten. Man kann sicherlich auch einen Grundsatz der Auffindbarkeit festlegen. Darüber hinaus, denke ich, sollte es aber lediglich mit einer nachträglichen Missbrauchsaufsicht belegt sein und keinesfalls mit irgendwelchen skurrilen Vorgaben, welche Public-Value-Inhalte man jetzt auf welchen Plattformen zu privilegieren hat, denn dann sind wir wiederum ganz in einer neuen Logik und sind ganz weit weg auch von der Diskriminierungsfreiheit und Chancengleichheit, die eigentlich für die Medienvielfalt notwendig ist. Das sind sozusagen zwei Kleinigkeiten von vielen. Es geht aber auch ganz grundsätzlich hier um die Begrifflichkeiten, wenn ich daran erinnern darf, dass jetzt alleine schon auf dem Podium also mindestens zweimal der Begriff Plattform in ganz unterschiedlicher Art und Weise genutzt wurde. Sie sagten, Rocket Beans ist eine digitale Plattform. Herr Becker sprach von einer DAB Plus Plattform, das ist eine Infrastrukturplattform und eine sicherlich auch Vermarktungsplattform. Wir haben jetzt in Zukunft soll laut Entwurf, also in welcher genauen Fassung der Entwurf aktuell aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke, da hat sich eben nicht viel verändert, leider, trotz unserer vielfachen Eingaben und Versuche. Also es soll ein Begriff von einer Plattform, der ursprünglich mal Infrastrukturplattformen erfassen sollte, wird jetzt aufgebläht auf Medienplattformen. Was sind Medienplattformen? Alles sind Medienplattformen. Gleichzeitig können sie aber nicht mit den gleichen Auflagen versehen werden wie Infrastrukturplattformen, weil lediglich Infrastrukturplattformen haben ja eine Hoheit über die Infrastruktur und die Einspeisung. Also es ist sozusagen ein völlig anderer Blickwinkel, ob man jetzt von einer Infrastrukturhoheit spricht oder von einer Vermarktungs- und Darstellungshoheit, wo wir dann bei dem Begriff der Benutzeroberflächen wären, der hier neu eingeführt wird, erstmal sehr schick klingt, leider aber unterm Strich gleichgesetzt wird mit allen Medienplattformen. Jede Medienplattform ist zugleich eine Benutzeroberfläche, jede Benutzeroberfläche ist eine Medienplattform. Wer versteht das noch? Dann haben wir vorhin in einem Panel vor der Mittagspause von der Macht der Aggregatoren sehr viel gehört. Es wird auch ein Begriff offensichtlich eingeführt, der Intermediäre. Sind das die Aggregatoren? Welche Marktmacht haben die und welche Wirkungsmechanismen haben die?
Sie eigentlich bei der Vielfaltsicherung? Meines Erachtens mindestens so heftig und einschränkend, wie es Medienplattformen sein können. Sie sollen aber wesentlich liberaler reguliert werden. Wo ist da das Level Playing Field? Also es gibt eine Vielzahl, wirklich einen ganz bunten Strauß an Fragen, die nicht geklärt sind, an Vorstellungen, mit denen wir noch ganz große Schwierigkeiten haben werden, die die Marktrealität überhaupt nicht abdecken, die den Nutzerbedarf auch überhaupt nicht entsprechen. Und ich glaube, wir verpassen eine ganz große Chance. Also das leere Blatt wird leider nicht neu geschrieben werden. Das soll ja durchgepeitscht werden bis Jahresende, diesen Medienstaatsvertrag über die Bühne zu kriegen. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir dann 2020 und kratzen uns alle am Kopf. In erster Linie erstmal die Medienanstalten, aber auch zum Beispiel unsere Mitgliedsunternehmen, die bis heute nicht verstehen, was man eigentlich von ihnen will. Und Datenschutz wird halt relevant werden, denke ich, gerade bei Plattformen. Und da müssen sich dann auch die ganz Großen mal eine Scheibe von abschneiden. Aber das ist für uns ein Riesenthema, wie wir mit den Daten umgehen und dass wir die Datenschutzverordnung einhalten. Das wird, glaube ich, noch richtig lustig werden. Gibt es denn Vorschläge? Also wir haben ja zwei Probleme. Ein Definitionsproblem, dass die Begriffe nicht klar umschrieben sind. Und dann das Zweite, dass wir kein Level Playing Field haben, will sagen, also keine Gleichberechtigung unter den Playern, auch den großen Internetplayern und den Fernsehveranstaltern. Gibt es denn erstmal Vorschläge auch vom Verband, oder wie man diese Sachen definieren kann? Das ist ja auch keine einfache Materie, muss man ja auch zugeben zumindest. Ja, also wir haben natürlich Vorschläge gemacht entlang des Entwurfs, zu dem wir letztes Jahr konsultiert worden sind. Wir hatten uns auch in Anhörungen entsprechend gemeldet. Es wäre jetzt ein bisschen zu kleinteilig, Ihnen unseren Wortlaut hier vorzutragen, aber wir versuchen natürlich auf einer, ich sage jetzt mal, realistischen Ebene noch Einfluss zu nehmen, um sozusagen ja, die Realität des Marktes ein bisschen besser abzudecken und auch jetzt schon besser erfassen zu können, welche Rechtsfolgen eigentlich dann greifen werden. Aber es ist dieses Herumdoktoren, was ich vorhin sagte, was es halt sehr, sehr schwierig macht. Es ist ein ziemlich undurchsichtiger Text geworden und er wird halt mit jeder Entwurfsfassung schwieriger, ist so mein Empfinden. Und also wir haben uns jetzt noch nicht die Freiheit genommen, einen eigenen Medienstaatsvertrag 2.0 einfach mal zu verfassen. Oh, interessant. Ich finde, das sollten wir beide eigentlich mal tun, in einer deutschen TV-Plattform vielleicht. Das könnte Spaß machen. Aber also so mutig sind wir nicht. Wir denken halt, dass wir uns auch an die Prozesse zu halten haben, in denen wir eingebunden sind. Und wir freuen uns, wenn wir überhaupt schon mal in Prozesse eingebunden sind. Das ist nämlich leider auch keine Selbstverständlichkeit. Lustigerweise ist ja der Name Plattform auch in der deutschen TV-Plattform drin. Ein attraktiver Name. Herr Becker, wie ist es mit der Definition? Ich weiß, die Medienanstalten sind ja auch mit Plattformregulierung und Intermediären zugange. Gibt es da bei Ihnen klare Definitionen? Also jetzt zu diesen beiden neuen Gegenständen. Also wir müssen uns natürlich dann orientieren an den Begriffsbestimmungen des neuen Staatsvertrages jetzt. Natürlich unter Intermediären verstehen wir im Moment also alles das, also YouTube, Google, diese Plattformen werden ja allenthalb als Intermediäre bezeichnet. Plattformen unterscheiden sich davon natürlich, sind die klassischen Plattformen, also die Kabelnetzbetreiber in erster Linie, aber auch die abgrenzbaren IPTV-Angebote, etwa der Telekom, auch von Vodafone, solange es noch angeboten wird, die eben nur für bestimmte Nutzergruppen, also eben nicht innerhalb des offenen Internets angeboten werden. Da gibt es eigentlich keine allzu großen Probleme. Vielleicht nochmal auf einen Punkt nochmal zurückzukommen. Wichtig ist bei einer entsprechenden Änderung, dass es bei den gleichen Schutzgütern bleibt. Ja, das ist das, was Heiko Züss eben auch gerade angesprochen hat, dass wir da keine Defizite erleiden. Das heißt also, sind Medienanstalten dazu berufen, auf Vielfalt zu achten, Menschenwürde, Jugendschutz eben zu beachten, Verbraucher- und Nutzerschutz im Sinne von Werberegulierung zu beachten und gegebenenfalls noch Transparenz herzustellen. Also das sind diese wichtigen Punkte und das lässt sich eben auch über eine Anzeige regeln, über eine qualifizierte Anzeigepflicht regeln. Und ein relativ großes Problem sehen wir bei so einer fingierten Zulassung. Also wenn Sie das innerhalb einer bestimmten Frist nicht hinkriegen, dann gilt es als eine Zulassung, ohne dass Sie das bis zum Ende geprüft haben.
Und das heißt, rechtlich ist das ein Verwaltungsakt. Und aus einem solchen Verwaltungsakt erwachsen Vertrauensschutztatbestände. Die kriegen Sie nicht so ohne weiteres aus der Welt. Wenn Sie jetzt eine Anzeigepflicht haben und Sie prüfen das und haben ausreichend Zeit, so eine Anzeige zu prüfen, und wenn ein Veranstalter auch noch die Unbedenklichkeit bescheinigt haben will, dann kann er auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung dafür noch kriegen. Ja. Wenn das nicht möglich ist, habe ich ein Untersagungsverfahren, also die Ultima Ratio, das wird uns ja auch immer vorgehalten, naja, ihr könnt ja dann die Lizenz gar nicht mehr entziehen, wenn ihr gar keine Lizenz mehr vergebt. Na, wir können aber untersagen. Wir können natürlich untersagen, und wenn vorher überhaupt kein Akt in der Welt ist, entsteht auch viel, viel weniger Vertrauensschutz, wenn das innerhalb eines bestimmten Zeitraums behandelt wird, als wenn so ein Akt schon in der Welt ist. Den kriegt man ganz, ganz schwer weg. Diese Erfahrung machen wir auch regelmäßig vor den Gerichten. Und deswegen ist es wesentlich besser zu sagen, erstmal, wenn jemand mal 2-3 Monate erstmal anfängt, ja, und wir dann mit der Prüfung zu Ende sind, dann besteht immer noch die Möglichkeit, entweder wir kommen zu dem Ergebnis, alles fein, ja, dann kriegt er eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, oder aber wir haben erhebliche Bedenken, dann sagen wir, wenn du das jetzt fortführen willst, dein Angebot, dann müssen wir es dir untersagen. Aber daraus erwachsen jedenfalls nicht diese Vertrauensschutzgesichtspunkte, die wir ansonsten bei einer Zulassung hätten, und das macht das auch insgesamt einfacher. Das heißt also, die Schutzgüter, die sind in jedem Fall gewährleistet, weil natürlich auch so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung immer mit bestimmten Verhaltensauflagen oder sowas versehen werden kann. Ja, wir sind uns einig, dass etwas geschehen muss, und das große Fragezeichen ist, warum passiert nichts? Jetzt habe ich mal kurz überlegt, was macht man? Petition oder irgendwas, jetzt fiel mir ein, kann man nicht klagen dagegen irgendwie, dass es dieses Gesetz eben nicht, ich glaube, Sie hatten im Vorgespräch mir auch gesagt, Herr Gersthoff, dass es auch verfassungsrechtlich bedenklich ist, wäre das eine Option? Ich gebe Ihnen kurz mein Mikro. Ja, aber selbstverständlich, wenn der Staat das eigentliche Ziel der Medienregulierung gar nicht mehr anvisiert, also für Vielfalt sorgt, wir haben ja alle gesehen, es fördert nicht die Lizenzpflicht Vielfalt, sondern beeinträchtigt Vielfalt. Also morgen feiern wir 70 Jahre Grundgesetz. Das sollten sich die Bundesländer, die verantwortlichen Bundesländer wirklich mal auf die Fahne schreiben. Wenn sie durch Medienregulierung die publizistische Vielfalt, die kreativen Energien beeinträchtigen. Und wenn die Politik sich nicht bewegt, nicht einmal mehr auf die Medienanstalten hören mag, dann müssen Sie wohl auf die Gerichte hören. Das wäre es die Ultima Ratio, ja, zu sagen, okay, jemand muss vor Gericht gehen. Dankeschön. Ich würde das jetzt als Schlusswort nehmen, da unsere Zeit auch um ist. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für diese anregende Diskussion. Ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst, wo der Hase im Pfeffer liegt, und werden sehen, was als nächstes passiert. Vielen Dank. Danke.